Herzlich willkommen aus dem Foyer des Nell Bräuning Hauses in Herzog und Rath. Hier wird zurzeit die Ausstellung Das Leben mit dem Loch zum Alltag im Rheinischen Braunkohlerevier gezeigt. Wir freuen uns, dass wir diese Ausstellung hier mit dem Landschaftsverband Rheinland zeigen können. Das Nell Bräuning Haus versteht sich als Partner im Strukturwandel, als Einrichtung der politischen Bildung, die Menschen beteiligen will und die den Dialog fördern will zur Entwicklung unserer Region. Wir als Kuratorinnen der Ausstellung möchten kurz ein paar Worte auch zu der Ausstellung sagen und ich möchte kurz damit beginnen und was zum Aufbau der Ausstellung sagen. Seit 2019 begleiten wir die Anwohnerinnen und Anwohner in Kainberg bei ihrem ganz individuellen Umsiedlungsprozess. Und entstanden ist hier eine Ausstellung, die ganz nah an den Akteurinnen zeigen soll, was Umsiedlung bedeutet. Die Ausstellung ist modular aufgebaut und beginnt mit einer großen Grunderzählung. Hier werden alle Themen, die Umsiedlerinnen und Umsiedler betreffen, beleuchtet und im Anschluss in Vertiefungsmodulen erneut aufbereitet. Ja, interessant ist es auch nochmal auf die von uns gewählten Materialien für die Ausstellung einzugehen. Wir haben ganz bewusst uns für Bauzäune als Träger von Text- und Fototafeln entschieden, weil die Bauzäune eben an die Baustellensituation, insbesondere am neuen Ort, am neuen Siedlungsort erinnern. Und die Kartons, die Träger von Texttafeln sind, aber in denen man auch Objekte findet, erinnern eben an Umzugskartons, die natürlich wesentlicher Bestandteil oder wesentliches Element von Umzügen sind. Und damit haben wir sozusagen auch ein sprechendes Element in unserer Ausstellung. In der Umsiedlung müssen die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner ihren eigenen Weg finden. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt unterschiedliche Meinungen und die müssen ausgehandelt werden. Das ist nicht immer leicht. Und genau das haben wir versucht, in unserer Ausstellung einzufangen. Das haben wir auf unterschiedliche Wege gemacht. Wir arbeiten also mit Objekten, mit Bildern und mit Texttafeln. Ein wichtiger Bestandteil unserer Ausstellung ist aber auch die filmische Darstellung. Wir haben die Anwohnerinnen und Anwohner befragt und sie haben uns ihre Geschichten erzählt. Die konnten wir aufnehmen und in Medienstationen präsentieren. Hier spielen die Anwohnerinnen und Anwohner die Hauptrolle. Sie erzählen uns unsere Geschichten. Es geht um diejenigen, die betroffen sind. Und wir kuratieren nur. Sie haben ja Kuckum gesehen. Also Sie wissen ja, wie das aussieht mit Wald und Bäumen. Und jetzt wohnen wir hier in einem Wald aus Baugräten. Ich meine, das wird sich irgendwann mal ändern. Aber ist natürlich jetzt die ersten Jahre ist es eben nicht so toll, jetzt von der Optik her. Jetzt mittlerweile sehe ich so, dass ich am Anfang nicht so gesehen habe, dann denke ich, was bleibt denn von dem Ort, wenn man nicht an den Neuen zieht? Und dann denke ich mir, vielleicht kann man ja doch etwas retten. Vielleicht etwas an den Geschichten. Und die Menschen, die dann an dem neuen Ort wohnen, die haben genau das gleiche Schicksal wie du. Die anderen sind da eher mit klargekommen und haben eher ihre Koffer gepackt und du bist dann einer der Letzten. Vielleicht werden die noch sagen, guck mal, der Spinner ist bis zum Letzt geblieben. Ne? Es ist nicht so, als wenn sie aus ihrer Mietwohnung ausziehen. Dann tun sie das bewusst und weil sie woanders hin möchten. Ja, weil es nichts. Aber wir mussten hier weg. Das ist was ganz anderes. Wir gehen hier nicht freiwillig weg. Wir fügen uns dem Allgemeinwohl. Wenn es dann sein muss, dann warten wir eben bis zuletzt, dann nehmen wir das noch so lange, wie wir es haben, erfreuen wir uns dran und wenn es dann sein muss, dann müssen wir eben, wenn wir es noch erleben. Ja. Man, in unserem Alter, da haben wir sowieso nichts mehr von. Das ist nur noch ein Umziehen. Wir werden ja keine 100 Jahre alt. Ja, eines unserer Module ist das sogenannte Geschichtsmodul, in dem wir eben einen historischen Überblick über das Rheinische Revier geben. Und hier hat man eigentlich sehr schön eine Überblickskarte über das gesamte Rheinische Revier. Und vielleicht kann man hier ein paar Punkte hervorheben. Das ist nämlich einmal diese Entwicklung der Braunkohleförderung von Süden eigentlich Richtung Norden. Und hier im Südrevier sieht man sehr schön, das ist ein sehr kleinteiliger Tagebau gewesen, der auch vor mehr als 200 Jahren schon begonnen hat. Die Fläche ist rekultiviert mit vielen kleinen Seen, die ehemaligen Gruben markieren. Und dann ist eben das Wesentliche, dass in der Nachkriegszeit dann die großen Tagebaue in den Hambach
und Garzweiler entstehen, die eben enorme Fläche in Anspruch nehmen und die jetzt in der Phase sind, im Zuge des Braunkohleausstiegs dann zu großen Seen umgewandelt zu werden. Also es gibt ein Spiel zwischen offenen Tagebaulöchern und rekultivierten Flächen. Dazu gehört auch zu dieser Kulturlandschaft, dass beim Ausheben dieser Gruben die sogenannten Außenkippen entstehen. Und das sind die verschiedenen Höhen, also kleine Hügel, die in der Landschaft mit dem Braunkohletagebau auch die Region prägen. Tagebaubedingte Umsiedlung bedeutet natürlich für die Menschen auch, dass sie an einem bestimmten Punkt Verlust wahrnehmen, weil sie ja ihr angestammtes Zuhause verlassen müssen. Dabei kommt es oft zu einem ritualisierten Abschied von Gegenständen, zum Teil aber auch von einem Wieder- und Neuentdecken von längst vergessenen und verloren gegangenen oder geglaubten Objekten. Und diese Gruppe von Kisten, in denen wir bestimmte Objekte jetzt ausgestellt haben, spiegeln diese verschiedenen Sichtweisen auf das, was man zurücklässt oder wiederentdeckt, ein Stück weit wieder. Und deshalb haben wir zu den Objekten auch immer Geschichten der ursprünglichen Besitzer, die sich mit den Objekten, die zurückgelassen wurden, verbinden. Dörfliche Gemeinschaft und Vereine können eine wichtige Rolle im Umsiedlungsprozess spielen. Damit beschäftigt sich dieses Modul. Ja, da lassen sich verschiedene Vereine eigentlich unterscheiden. Vor allem von größerer Bedeutung sind die traditionellen Vereine in den Dörfern. Dazu zählen ganz vorrangig die Schützenbruderschaften. Und hier sieht man eigentlich ganz schön einen wesentlichen Teil auch unserer Arbeit im Institut für Landeskunde, weil unsere Kollegin Andrea Graf hat das letzte Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Kahlenberg auch filmisch begleitet. Neben diesen traditionelleren Vereinen bilden sich allerdings im Zuge der Umsiedlung oft auch neue Vereine, die eine größere Rolle spielen, wie zum Beispiel die Dorfgemeinschaft, die sich hier dem Leben im neuen Dorf widmet und den neuen Strukturen auch für Vereinsleben und Gemeinschaft im neuen Ort. Aber auch im Rahmen der Protestbewegung zeigen sich natürlich, Bündnisse werden geschmiedet und stellen sozusagen auch neue Gemeinschaften dar. Wie für uns alle spielte auch für die Menschen in den Umsiedlungsorten die Corona-Pandemie eine große Rolle. Gerne hätten die Vereine, gerade die Schützenvereine, ein letztes Fest im alten Ort gefeiert und ein erstes Fest im neuen Ort. Das konnte so nicht vonstatten gehen und hatte tatsächlich auch Nachteile für die Umsiedlungsprozesse. Ja, es ist heute vor allem der Protest, der die Region des Rheinischen Reviers auch überregional in den Fokus gerückt hat. Aber der Protest ist eben nicht neu in der Geschichte der Braunkohleförderung. Bereits in den 80er Jahren gab es massiven Protest, in dem eben nicht nur die betroffenen Bürger in der Widerstandshaltung waren, sondern auch sehr ausdrücklich die Politik, die politische Ebene, die Kommunen, aber auch die Kirche mit dem Slogan »Kein Kirchenland für Braunkohle«. Ja, die 1980er Jahre waren geprägt von Protestaktionen und das hören wir von unseren Interviewpartnerinnen und Partnern immer wieder. Vor allem zwei Aktionen bleiben in Erinnerung. Es geht um zwei Fackelketten. In den Jahren 1985 und 1991 stellten sich die betroffenen BürgerInnen an die entsprechende Tagebaurandkante, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Und das ist tatsächlich eine Aktion, die so lange in Erinnerung geblieben ist, dass sie auch immer wieder aktuell in unseren Interviews auftaucht. Als wichtiges Symbol im Protest hat sich das gelbe X erwiesen. Die gelbe Farbe und das X zeigen deutlich die Widerstandshaltung im Protest und ist mittlerweile in allen Dörfern überall anzutreffen. Ja, hier sieht man sehr schön, welche kreativen Formen sich dort niedergeschlagen haben. Hier wurde ein Wandelkonzert auf einem der denkmalgeschützten Höfe durchgeführt, anlässlich des Beethoven-Jahres.
auch mit wesentlichen Zeichen des Protestes, das immer miteinander verbunden wird. Auf der einen Seite der Musikgenuss, der es auch ermöglicht, dass die bürgerliche Mitte sich dem Protest widmet, und auf der anderen Seite deutliche Protestzeichen wie eben das gelbe X oder im Verlauf auch die Aufstellung des sogenannten Friedhofs der Dörfer. Aber auch solche Elemente wie der Maibaum, der hier auch als Protestmaibaum ausgebildet wurde, gehört mit zu diesen kreativen Formen des Protestes. Das Leben mit dem Loch geht weiter. Wir forschen weiter. Die Umsiedlungen sind nicht abgeschlossen und auch politische Entscheidungen sind noch nicht endgültig gefällt. Weiter müssen die Menschen unterschiedlichste Aushandlungen mit sich vereinbaren und wir begleiten sie dabei. Ja, auch die Ausstellung findet hier in Herzogenrath nicht ihr Ende. Auch die Ausstellung wird weiter wandern und wir freuen uns auf die nächsten Ausstellungsorte, zu denen unter anderem die Stadt Kerpen gehört. Ja, und auch für uns ist das Engagement im Strukturwandel mit dem Ende der Ausstellung nicht zu Ende, sondern auch wir machen weiter. Wir werden im Laufe des Jahres eine Demokratiewerkstatt in Erkelenz eröffnen, gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung. Und wir werden weiter an diesem Ansatz dranbleiben, dass die Menschen im Strukturwandel beteiligt werden müssen und dass die Perspektive der Menschen die entscheidende Perspektive im Strukturwandel ist.